Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Serie Frag den Grube. Heute geht es um das Thema Digitalisierung bzw. um sowas Sperriges wie das Online-Zugangsgesetz. Frag den Grube. Die Ferienzeit ist gerade vorbei. Viele von euch sind in Europa oder sonst wo im Ausland unterwegs gewesen und haben festgestellt, da geht digital schon ziemlich viel mehr als in Deutschland. Warum ist das so? Wir haben dieses Online-Zugangsgesetz, gibt es seit 2017. Und das sagt aus, dass eigentlich alle staatlichen Leistungen, also alles, was ihr sonst gemacht habt, wenn ihr zum Amt gegangen seid, man online erledigen kann. Die Bundesländer haben sich dazu aufgeteilt. Jedes Bundesland hat ein Bündel von verschiedenen Verfahren übernommen. Also das Thema Ummeldung zum Beispiel, Führerschein, Gewerbesteuer, Wohngeld, Elterngeld. Und sollte das Verfahren machen und alle sollten es nutzen können. Leider, durch diesen Föderalismus sind wir nicht so weit, wie wir das wollten. Dass es geht, hat Sachsen-Anhalt gezeigt. In diesem Jahr sind für die Studierenden Heizkostenzuschüsse gezahlt worden, 300 Euro. Das konnte man online bearbeiten, hat das gleich genehmigt bekommen und ausgezahlt bekommen. Also wenn man das will, geht das. Ich hoffe, dass wir da endlich in die Puschen kommen. Es gibt einen sogenannten OZG-Booster. Die 30 wichtigsten Sachen sollen dann bald kommen. Ich finde, die öffentliche Hand sollte das genauso gut machen wie Sparkassen, Banken oder Versicherungen. Ich denke, wir können das. Auf jeden Fall sollten wir das. Wenn ihr weitere Themen habt, wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt es runter in die Kommentare. Und wenn euch das gefallen hat, lasst mir ein Like und ein Abo da. Bis dann, tschüss.